Mein Name ist Patrick Stützen. Ich würde mich mal grundsätzlich als Gastronom bezeichnen. Gastronaut könnte schon die nächste Stufe sein. Die beiden Zelte betreuen wir seit 2011. Das ist sehr intensiv, aber auch schön. Man muss natürlich sagen, wir haben ein direktes Feedback von den Menschen. Und das ist eigentlich das, was uns so sehr antreibt. Diese positiven Rückmeldungen der Menschen, die sich dafür bedanken, dass sie da eine schöne Zeit haben. Und das ist einfach was, das kann man in anderen Berufen wahrscheinlich auch schaffen, aber als Festwirt hat man das wirklich direkt und gleich. Natürlich auch, wenn was nicht passt, ne? Man ist immer sofort an der Front. Wir haben das eigentlich hier auf dem Platz nur probiert, mit einer kleinen Hütte. Da waren drei Tische drinnen und die Hütte hat 10 mal 5 Meter gehabt. Heute haben wir da eine Hütte für bis zu 800 Personen. Also die Donaualm ist so einzigartig, dass man es jetzt nicht vergleichen kann mit irgendwas. Wir haben da tatsächlich etwas Neues geschaffen, wo eigentlich niemand gewusst hat, dass es fährt. Wir wollten da einen Platz errichten, wo die Menschen gemeinsam in Ruhe, in sehr hoher Qualität feiern können. Und das haben wir mit dieser Hütte da wirklich geschaffen. Der Unterschied ist jetzt einmal grundsätzlich so, dass das hat nichts miteinander zu tun. Ein Festzelt hat ja auch eine Versorgerrolle. Das ist ja nicht nur, dass man am Abend eine Party feiert, sondern es geht ja um gemeinsames Mittagessen mit der Familie, dass man sich wo hinsitzen kann, dass nach einer Runde am Urferanermarkt einmal wo ein Platz ist, wo ich mich wieder erholen und ausrasten kann. Im Übrigen kann ich da herinnen auch nicht die Stimmung erzeugen, die ich im Zelt habe. Also da kann man jetzt gute und schlechte Dinge, das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber die Wahrheit ist, das ist eine wunderschöne Hütte, die hervorragend funktioniert. Aber sie wird niemals, nie, nie ein Ersatz für ein Festzelt sein. Und ich kann auch diese Stimmung von einem Festzelt, wo tausende Menschen gemeinsam feiern, kann ich hier nicht erzeugen. Schaffe ich nicht. Ein Markt wie der Urferanermarkt lebt ja von der Bevölkerung in verschiedenen Altersgruppen. Und ich glaube, dass wenn man auf eine Gruppe hier verzichten würde, würde das denn für den ganzen Markt nicht positiv sein. Die hauptsächliche Frequenz, die wir jetzt hier haben, ist tatsächlich Oberösterreich, geht aber über Oberösterreich hinaus. Und es ist wohl ein Linzer Markt von den Linzern für die Linzer, die auch da sind. Aber ich sage, ein wesentlicher Teil der Besucher kommt tatsächlich aus Oberösterreich und darüber hinaus. Also wir haben tatsächlich auch deutsche Gäste da. Gerade gestern ist ein mir sehr guter deutscher Freund hier erschienen und der fährt extra daher. Es ist aber gerade das Oktoberfest in München und er fährt trotzdem daher und ist dann da der Gast. Und da muss ich schon sagen, das bedeutet mir sehr viel, weil die Menschen eine weite Reise auf sich nehmen, Hotelzimmer buchen und in Linz bleiben, damit sie auf diesem Markt sein können. Und das wird halt aus meiner Sicht sehr häufig unterschätzt, was mit diesem Spaß, diese neuen Tage, mit dieser Freude, was da eigentlich mitkommt, was die Menschen bewegt. Die Menschen sehen ja da einen Kurzurlaub. Kurzurlaub muss ja nicht immer sein, dass ich eine Woche wegfahre oder zwei Wochen. Kurzurlaub kann auch sein, stundenweise geistige Freiheit. Das ist wie Urlaub. Und das genießen die Menschen da. Und deswegen funktioniert das auch. Weil die Menschen da herkommen, die Alltagssorgen weg sind und dann gibt es von Zuckerwatte bis Autodrom, Fahrgeschäfte oder mal ein Grillhändel bei uns und was zum Trinken. Da muss man sagen, hat man einen anderen Tag. Und am Ende von so einem Tag, ich habe selber drei Söhne, da ist einfach die Familie glücklich. Weil es geht die Kinder gut, es geht die Erwachsenen gut, man kann da von einfach nur spazieren gehen bis ein richtiges Fest feiern, alles machen. Und das Schöne ist, der Mensch sucht sich das selber aus. Mit welchem Budget geht er her, was will er alles machen, was interessiert ihn. Und deswegen ist so wichtig, dass der Mix gut ist. Also wir brauchen eine Vielfalt und die wird auch angenommen. Also diese Frage ist älter wie wir, ob der Frühjahr oder der Herbst besser ist. Ich kann Ihnen sagen, es ist gleich. Es ist, die Menschen sind auf beiden Märkten gleich gern da. Und wir haben zwar ein bisschen eine Veränderung, dass halt sagen wir, die Menschen unterschiedlich kommen, aber 80-90% der Besucher sind die gleichen, die immer wieder kommen, die im Frühjahr und im Herbst kommen. Und das ist eigentlich eine Bestätigung für mich, für diesen Markt, weil
Es wird in den Medien immer verlautbart, wir haben über 1 Million Besucher pro Jahr auf 2 Märkte und es schwankt immer so zwischen 400.000 und 500.000 Besucher pro Markt. Und ich sage, eine bessere Bestätigung kann man eigentlich nicht haben für gutes Schaffen, wenn die Menschen wieder kommen. Weil das ist, man kann da viel drüber philosophieren. Ist gut, ist besser, ist schlecht. Die Wahrheit ist immer, der Kunde teilt dir das mit. Und zwar, indem er kommt oder nicht. Also wir haben, das ist jetzt nicht so viel, die 128 Menschen, die jetzt gerade im Einsatz sind. Das klingt jetzt vielleicht viel, ist aber nicht für die ganzen Bereiche, die wir bedienen. Und wir haben ja zeitweise auch die Überschneidung, wo ich sage mal, ein Markt oder Uraranermarkt zusammenfällt mit einer Pferdemesse in Wales und so weiter. Oder wie jetzt gerade waren wir ja auf der Herbstmesse in Wales, dann am Oktoberfest in Ried und in Linz. Und dann haben wir ja plötzlich über 300 Mitarbeiter im Einsatz. Aber das schwankt halt sehr und wir haben letztes Jahr 512 verschiedene Menschen bei uns beschäftigt. Und das ist schon, ich sage mal, eine logistische Herausforderung. Aber wir haben 3 Menschen in unserem Unternehmen, die hauptberuflich nur alle unsere Mitarbeiter koordinieren. Naja, meine Jugend hat so ausgeschaut, dass ich bin von der Schule heimgekommen und habe meine Schultaschen in die Küche gestellt und bin in die Schank gegangen, Getränke vorbereiten. Also weil das war halt der Betrieb von meiner Mutter. Für meine Schulkollegen war das immer perfekt, ne? Weil da waren Köche da, da hat es alle Getränke gegeben, Eistrunnen voll mit verschiedenen Lutscheis und Pommes frites habe ich haben können und die haben alle meine Vorteile gesehen. Aber keiner von meinen Freunden hat mich gesehen, wann ich im Keller die Leergebindeflaschen sortieren habe dürfen müssen. Also Vor- und Nachteil. Ne? Das liegt immer im Auge des Betrachters und dann überlegt man sich halt schon, wie man das in seinem eigenen Leben auch. Was man aber übersieht oder nicht merkt, wie sehr das sich verinnerlicht mit anderen Menschen, diese Interaktion, dieses gemeinsame mit Menschen arbeiten oder immer in Kontakt sein. Das fehlt einem. Ne? Ich wollte dann was mit Computer machen und kenne mich heute auch ganz gut aus, weil wir das brauchen mit der EDV bei uns. Aber ich wollte eigentlich was machen, wo ich sage, ja, ein normales Leben. Ne? War aber viel zu langweilig. Also bin ich dann mit 15 Jahren in die Gastronomie bewusst eingestiegen und habe mich dann über verschiedene Betriebe, wo ich gearbeitet habe, im In- und Ausland, in der Gastronomie sehr, sehr weit fortgebildet. Und habe immer geschaut, dass ich in sehr gute Häuser arbeite, also immer hohes Niveau, 5 Sterne plus. Und habe immer geschaut, dass ich was lernen kann dort. Und das Einkommen war immer gering, aber dafür habe ich viel gelernt. Ich bin dann auf eine Insel gegangen im Atlantik und habe dann noch auf Bermuda gearbeitet. Und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Österreich und seitdem bin ich in Österreich selbstständig. Ne? Beruf ist ganz einfach erklärt, ist genau das, was ich jeden Tag mache. Und ich sage Ihnen auch, wenn Sie das nicht lieben, was wir da machen, dann machen Sie das nicht lang. Ja, ich freue mich halt einfach jeden Tag, dass ich tun darf, was ich tue. Und ich glaube, eine schönere Situation kann man nicht haben, wenn sich das mit der Familie, mit meinen 3 Kindern und mit meiner Frau vereinbaren lässt und ich jeden Tag das auch noch gern mache. Dann hat man eigentlich seinen Traumberuf in die Tat umgesetzt. Dann ist es so.